Willkommen zurück zum Unity-Tutorial. Zuletzt hatten wir ja natürlich diese If-Verzweigung und diese Else-If-Verzweigung und diese boolischen Operatoren und sowas kennengelernt. Und heute geht es um einen auch verzweigungsähnlichen Punkt, also eigentlich geht es schon um Verzweigung, für den Fall, dass wir ganz viele verschiedene Fälle haben. Wenn ihr zum Beispiel eine ziemlich, naja, komplexe Questverzweigung habt und wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, was wann passieren könnte, dann empfehle ich euch sowieso, das Ganze in einzelne Sequenzen zu machen. Gebt jeder Sequenz, die ihr habt, einen bestimmten Integerwert. Also 1, 2, 3 und so weiter. Und so habt ihr quasi, wie häufig auch in der Informatik, so eine Befehlsabarbeitung, was wann passiert. Jetzt habt ihr aber das Problem, wie springe ich zum Beispiel, wenn irgendwas da in der Sequenz 10 nicht ganz hinhaut, zur Sequenz 25, wenn ein ganzer Teil der Sequenz übersprungen werden soll zum Beispiel. Und dafür die ganze Zeit else-if zu schreiben, ist verdammt viel Programmcode. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel direkt die Sequenznummern habt und genau wisst, bei dieser Sequenz passiert das und bei dieser Sequenz passiert das, macht es euch wesentlich einfacher und nehmt die sogenannte Switch-Verzweigung. Wird auch Switch-Case-Verzweigung genannt und hilft euch doch an vielen Stellen weiter. Sie beginnt ganz normal, wie der Name schon sagt, mit einem Switch. Ihr macht die Klammern auf und dort kommt erstmal die Variable rein, die geprüft werden soll. Zahl 1 in diesem Fall. Und dann geht hier der Programmblock auf. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es wird auch Switch Case genannt, setzen wir hier einfach ein Case rein. Ja, ein Case ist ein Fall. Ein Fall zum Beispiel, wenn der Fall 1 auftritt. Also wenn die Zahl, der Integerwert 1 ist, soll das, was hinter diesem Case 1 passiert, halt passieren. Zum Beispiel ein Debug. .log, und irgendeine Ausgabe wie Fall 1. So, jetzt haben wir den Fall 1, aber das Problem an der ganzen Sache ist, das kann man hier, das wird automatisch auch von Visual Studio schön eingegliedert. Control cannot fall out. Achso, ja. Jetzt haben wir diesen Fall und wenn der Fall eintritt, wird Fall 1 ausgegeben. Das Problem ist, dass wir dann, wenn dieser Fall so eingetreten ist, auch wieder aus dieser Switch-Bedingung raus müssen. Und deswegen gibt es einen sogenannten Break und damit kommen wir wieder aus diesem Case raus und auch damit aus der gesamten Switch-Bedingung. Eine Switch-Bedingung baut sich darauf aus, dass man nur einmal dort reingeht, den Fall aufnimmt und dann rausgeht. Und das Rausgehen funktioniert halt mit diesem Break. Ja, jetzt haben wir hier noch einen Fall zum Beispiel. Ups. So. Case 2. Doppelpunkt. Was soll passieren? Wir sagen einfach genau das Gleiche. Machen wir es einfach direkt so. Kopieren das. Und haben damit unseren Fall 2. Das kommt ja alles in diesem Programmblock von dem Switch. Jetzt ist aber das Problem, wenn wir die Bedingung haben, dass man immer durch einen Break aus diesem Switch rauskommen muss, weil ansonsten das Programm nicht weiterläuft, haben wir aber jetzt das Problem, was wäre, wenn keiner der Fälle auftritt. Und deswegen gibt es diesen sogenannten Default Case.
Da haben wir ihn. Da gibt es keinen Wert oder sowas dazu. Und da sagen wir jetzt debug.log default. So. Und dahinter muss natürlich auch noch ein Break. Und das heißt, wenn jetzt wirklich kein einziger Fall gefunden wird, kann ja wirklich mal passieren, dass irgendwie ihr vielleicht Mist gebaut habt mit eurem Programmcode oder ähnliches. Glaubt mir, das passiert den Besten. Dass dann auf jeden Fall der Default-Modus durchgeführt wird. Und ihr auf jeden Fall aus diesem Switch rauskommt, weil ansonsten bricht euer gesamtes Programm zusammen. So. Und ja, probieren wir es doch einfach gleich mal aus. Wir haben jetzt hier das Zahl 1. Zahl 1 ist gleich 5 derzeit. Das heißt, rein theoretisch würde keiner dieser Fälle auftreten. Und wenn wir jetzt in Unity reingehen, ja, für alle, die es wundert, wenn ihr mein Blender-Tutorial nicht gesehen habt, wisst ihr nicht, wo das Ding hierher kommt. Das ist vom letzten Blender-Tutorial. Lasst euch davon nicht irritieren. Das ist jetzt halt da. Das ist einfach nur ein ganz normales Objekt. Wir starten das Ganze mal. Und haben jetzt hier in der Konsole den Default-Modus. Es kam Default raus, weil der Fall 5 halt nicht aufgetreten ist. Setzen wir jetzt mal Zahl 1 auf 2. Speichern das Ganze wieder. Ich mache das immer wieder über STRG und S. Wer sich wundert, dass sich das automatisch hier speichert. Und Fall 1 ist aufgetreten. Warte, Fall 1. Oh, ja, ich habe das ja direkt kopiert. Ich wollte hier eigentlich Fall 2 draus machen. Tut mir leid. So. Deswegen für euch immer bedenkt, wenn ihr was kopiert, lest es euch nochmal durch. Nicht, dass es irgendwie, dass ihr irgendwie Scheiße gebaut habt und das Falsche kopiert habt. Ja, das wäre jetzt die Switch Case. Mit der könnt ihr halt, wie gesagt, Quests oder ähnliches strukturieren. Haut das dann am besten in den Update-Modus, weil eine Switch Case wird ja nur einmal durchlaufen. Aber wenn ihr jetzt hier zum Beispiel so eine variable Sequenz habt, int Sequenz ist gleich 0. Fangen wir mit 0 an. Normalerweise müsste diese Variable natürlich global sein, weil ansonsten bleibt sie halt in Update immer gleich. Das mit globalen Variablen und so zeige ich euch alles noch. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Variable hättet und die wird immer wieder hochgezählt mit einem einfachen Plus-Plus-Sequenz und die wird immer wieder um 1 höher gesetzt, könnt ihr jedes Mal durch euren Switch-Case durchlaufen und dann gucken, in welchem Teil der Sequenzen ihr eigentlich gerade seid. Und dann werden genau diese Dialoge angezeigt oder halt eben genau keine Dialoge angezeigt. Das ist für sehr storylastische Dinge sehr, sehr praktisch. Ich zum Beispiel habe damit auch so ein Lernspiel mal gebaut und habe halt wirklich alle möglichen Dinge, die wir halt nutzen mussten, direkt in die Switch Cases reingebaut. Und dann konnten wir die einzelnen Sequenzen ganz gut ablaufen. So. Kommen wir jetzt zu einem etwas schwierigeren Teil, nämlich den Schleifen. Was eine Schleife ist an sich, sollte jeder von euch so halbwegs wissen. Das ist das Ding, womit ihr dann eure Schnürsenkel zumacht. Aber in diesem Fall ist eine Schleife eher mehr vorstellbar wie ein Kreis. Ihr habt eine bestimmte Situation und die soll immer und immer wieder auftreten, bis ein bestimmter Wert eine bestimmte Variable einen bestimmten Wert erreicht. Das ist sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen für Animationen oder ähnliches, dass eine Animation zum Beispiel so lange durchgeführt wird, bis ein bestimmter Wert erreicht wurde. Und was das angeht, werden wir uns dann im nächsten Tutorial mit den einzelnen Schleifen beschäftigen. Wir werden zwar wahrscheinlich eine Weile brauchen, um alle Schleifen durchzukriegen, aber das wird dann schon.
Also, bis zum nächsten Mal.